Katrin, erzähl uns doch bitte mal, wo du arbeitest. Ich arbeite im Kindergarten in Niederau, also Kindergarten Tagesstätte, ja, in Niederau, ja. Was gehört denn zu deinen Aufgaben da? Also ich mache am meisten Hauswirtschaftssachen. Also ich bin zwar 2 Stunden in die Gruppe drin, aber sonst bin ich in der Küche und helfe da aus. Was machst du denn in der Küche? Also das Essen wird wahrscheinlich auch geliefert und ihr müsst es dann sozusagen nur fertig machen, oder? Okay, ihr kocht selber. Wir kochen selber. Also mein Kollege macht es und ich helfe halt zu schnippeln und helfe halt die Wagen fertig zu machen und ja. Gefällt dir die Arbeit? Ja. Das ist sehr überzeugend, der ist so schön. Ja. Wow, du strahlst auch richtig. Du hast ja letztes Jahr in die Kita gewechselt und hast ja vorher auch bei Innenbetrieb gearbeitet. Da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern. Wie haben denn die Kollegen in der Kita reagiert, als du jetzt dazugekommen bist ins Team? Also die haben sich sehr gefreut. Die haben auch gesagt, dass ich eine gute Hilfe bin, dass ich auch sehr hilfsbereit bin, auch wenn man da und da helfen muss. Und ja, die finden das schön, dass ich so hilfsbereit bin. Ja. Okay. Das klingt ja schon mal richtig vielversprechend. Erzähl uns doch bitte mal, was du vorher gemacht hast, bevor du in die Kita gegangen bist. Also jetzt bei Innenbetrieb. Also ich habe in Betrieb in der Wäscherei gearbeitet, fast 15 Jahre und habe, ja. Okay. Und das war eine anstrengende Arbeit? Ja, sehr. Okay. Also ich glaube, du hast auch mal erzählt, es ist relativ laut auch in der Wäscherei und das war für dich auch schwierig. Und Tamara hat ja vorhin auch schon gesagt, naja, so die, es war ja auch bei ihr in der Werkstatt relativ laut und das ist dann teilweise sehr störend auch, ne? Ja. Ja, deine Arbeit wird auch mit Budget für Arbeit unterstützt finanziell. Und es war ja auch ein längerer Weg. Du hast verschiedene Praktika absolviert. Du hast aber auch eine richtige lange Weiterbildung gemacht. Was für eine Weiterbildung war das denn? Das war so ein Sozialpraktikum. Da habe ich noch 4 Wochen lang im Altenheim und das Ganze, also fast, glaube ich, 9 Monate war es, im Kindergarten Praktikum gemacht, bevor ich dann halt da angefangen habe. Ja. Genau, und ihr habt aber auch richtig so Theorie gehabt, ne? Mit 2 Tagen Schule immer und ja. Was habt ihr denn sozusagen da in der Schule lernen dürfen? Verschiedene Sachen, also ja, wie man mit Hygiene umgeht, wie man Beispiel, wie man mit den Kindern im Kindergarten umgeht, mit den älteren Leuten im Altenheim und lauter verschiedene Sachen. Also, Okay. Das klingt auch sehr spannend. Also es war, ja. glaube ich, auch eine ganz schön anstrengende Zeit, ne? Mit Ja. der Weiterbildung. Ja. Wer hat dir denn geholfen, jetzt die Arbeit in der Kita zu finden? Mein Integrationshelfer, der Herr Burkhardt, ja, der hat mir geholfen. Genau. Und das habt ihr mal zusammen auch überlegt, ne? Wo Ja. jetzt mal was ausprobiert wird, wo ein Praktikum stattfinden kann, ne? Ja. Was bedeutet denn die Arbeit in der Kita jetzt für dich? Ja, was soll ich beschreiben? Also sehr viel. Also ich fühle mich nicht mehr so anstrengend. Also ja, ich fühle mich da irgendwie leichter. Also ja, ich weiß nicht, wie ich anders da formulieren kann. Okay. Also du fühlst dich einfach besser und Ja. so Tamara hat ja so ein paar Punkte ge gesagt, so von wegen, sie fühlt sich freier und ja, ist auch über die Ruhe sehr froh und so. Das glaube ich ist bei dir ein Stück weit, also was die Ruhe angeht, auch so, ne? Also es hat, Ja. glaube ich, so eine andere Bedeutung für dich, die Art der Arbeit, ne? Genau. Was wünschst du dir denn von der Zukunft? Ja, also dass ich auch da weiter arbeiten darf, also ja, und ja, dass ich halt weiterhin für Chefe arbeite, aber halt, wenn dann nicht immer zum Beispiel alle 2 Jahre oder sowas, sondern länger, längeres Vertrag mäßig, ja.
Also wäre so dein Traum, wäre so ein unbefristeter Vertrag in der Kita. Ne? Ja. Ja. Und wir hoffen, dass das funktioniert. Ja. Bei dir weiß ich, momentan durch die Corona-Pandemie kannst du nicht zur Arbeit gehen. Ja. Macht dich das traurig? Ja, schon. Also ich würde gerne ja, sehr arbeiten, aber ich weiß auch, dass gesundheitlich, ja, Genau. heute, ja. Muss auf dich aufpassen, das ist der Ja. Grund, weswegen du nicht arbeiten kannst. Und ja, also wir haben ja regelmäßig Kontakt miteinander und daher weiß ich, dass dich das einfach sehr beschäftigt und traurig macht. Und ja, ich glaube, ich kann dir, ich wünsche uns allen, dass diese Corona-Pandemie wirklich bald aufhört und dass wir wieder ganz normal Ja. arbeiten gehen können. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Geduld und Ja. ich hoffe, das schaffen wir gemeinsam. Ja.